Sonja! Was ist denn? Wer ist da? Wo bleibt mein Frühstück? Aber es war kein Mensch da. Die haben mich da einfach stehen lassen. Schön den Popo kreisen. Schmädel. Ja? Nicht den Busen. Den Popo, der liegt da. So jetzt, doch geht es doch ein bisschen. Dr. Wieland, was halten Sie von den Essgewohnheiten der Deutschen und die Tatsache, dass sie immer dicker werden? Oh, da hilft nur ein kräftiger Frühsport, so wie ich ihn praktiziere, und dann verschwindet das Essen aus der Schwelle. Was Sie da vorhaben, das geht zu weit. Wir sind ein Kurhotel. Wir machen kranke Menschen wieder gesund. Wir haben Tradition. Das geht doch nicht. Wie? Ich will keine blödsinnigen Spielautomaten kontrollieren. Mr. Simon, unser neuer Manager, hat mit mir geredet und hat gesagt, dass ich jetzt wieder hier arbeiten kann, weil es jetzt viel Arbeit gibt. Und die Spielautomaten müssen jeden Tag abgeschafft und poliert werden, damit sie schon glänzen. Da sehen Sie, ja. Die Amerikaner bringen alle. Morgen! Na, das geht doch noch ein bisschen besser, oder? Guten Morgen! Und jetzt will ich noch eine Stufe mehr. Guten Morgen! Dr. Friedland? Nicht wahr? Mr. Sam lässt sich gerade überall aufstellen. Im Restaurant, am Empfang, sogar in den Toiletten. Was? In den Toiletten? Da kommen ja die Kurtesten überhaupt nicht mehr rum. Nein! Klasse, Renate, hast du gehört? Wünschen wir unserem neuen Präsidenten einen wunderschönen Aufenthalt im Kurhotel Haus Sunshine.